So, hallo Freunde der Spielkultur und wieder auf YouTube. Servus, Libbit. Und natürlich werden wir die 20 Zuschauer knacken. Der Stream ist ja gerade erst an und ohne feste Zeiten kriegen die Leute auch das nur nach und nach mit. Und das andere Problem ist ja, dass nur 22% aller Follower informiert werden, wenn der Stream hier angeht. Aber das ist bei Twitch so. Und ich glaube, man kann es auch nicht verändern wie bei YouTube mit der Glocke, sondern es ist einfach so. Nein, Jordi hat mich nicht angesteckt, weil Jordi in Berlin ist und ich im wunderschönen Duisburg. Der einzige Ort, den ich als schöner als Berlin einstufen würde. Weil Berlin ist ja abrissbereit. Seit Erbauung. Die heilige Spirale entführt Menschen, um Genexperimente an ihnen durchzuführen. Die Überlebenden sind nicht mehr sie selbst. So kann das nicht weitergehen. Finden Sie sie, halten Sie sie auf und bringen Sie diese Leute zurück. Dum, 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 dum. Ich bin mal gespannt, ob nach der dritten Fraktion dann noch irgendwas anderes kommt, was Spezielles. Scheinfirma dicht machen. Das macht die Unruhe weg. Und was haben wir hier? Adrenalingewebe. Rüstungsmodifikator. Trägheitsgranate. Hallo Bistro-Kalle. Hat Joel seinen 30-Tonner geparkt? Natürlich, im Schatten. Plasmagranat. Beschädigt und entfernt bzw. zerfetzt Rüstung von 10 in einem kleinen Bereich. Danke, Urbacht, für dein Prime-Abo. Erhöht kritische Trefferchance um 50%. Der Bonus steigt mit Abnehmer des Tams zum Ziel. Panzerbrechende Munition ignoriert 5 Rüstungspunkte. Panzerbrechende Munition kannst du immer gebrauchen zurzeit. Und ich weiß, dass eine Einheit untätig ist, aber was soll ich mit dem auch noch großartig machen? Geht ja auch gleich in die Endmission, also wenn es sie gibt. Zwei Runden noch für die Meistersturmgewehre. Eine Waffe, die ich noch freischalten muss? Nö. Nein, nicht den Einsatz, sondern den Einsatz. Den anderen müssen wir eh nächste Runde auf jeden Fall machen. Und wir können eine normale Munition gegen panzerbrechend austauschen. Mein Gott, gegen panzerbrechend austauschen. Betäubung, wer braucht das schon? Nur ein toter Gegner ist ein guter Gegner. Schmuggelware gesichtet. Zugriff. Moment, da geht Claymore rein. Und sonst betäuben wir ja. Rücke vor. Granate! Guten Tag, Xenom. Und jetzt gehen wir auf Betäubung.
Ach, verdammt. Der hat ja keine Betäubung abbekommen. Weil der kam durch die Seitenscheibe. Und allen einen frohen 4. Mai. May the 4th be with you. Ich will mal nur gucken, wie das ist. Ja, kann man mit arbeiten. Warum liegen lassen, wenn man sie noch gebrauchen kann? Was? Warum liegt denn hier Stroh? Das wird der Nekromant sagen müssen. Warum liegt denn hier überall Stroh? Ich heb mal hier was auf. Tot. Sei gegrüßt, HZ1, Alter. Rein ins Vergnügen. Lass dich nicht erwischen. Ach, das ist ein Purifikator. Moment, dann ziehen wir noch einen anderen vor. Ja, wenn ich jetzt gleich keinen Feuerschaden bekomme, habe ich gar keine Lust drauf. Die Waffe ist gleich leer. Man trifft häufiger in diesem Teil, weil ich inzwischen bessere Truppen habe und fortschrittliche Zielfernrohre auf den Waffen und so weiter und so fort. Das ist der einzige Grund, warum man jetzt besser trifft. Reicht das? Ja. Tja. So, liebe Stadtmenschen, Sie können in diesen Laden wieder einkaufen gehen. Wir haben ja auch nur ein bisschen zerstört. Zusätzlicher Aktionspunkt für die letzte Einheit, dann gehst du da alleine durch. Claimer kann das ja kostenlos aufsprengen. Los! So. Kannst am besten einen anschießen, der schlecht zu treffen ist. Ach, komm. Verdammt. Dann versuchst du es nochmal. Kriegen wir halt ein bisschen Schaden. Ich sehe das Ziel. Verschwinden Sie da, sobald Sie das Ding haben. Niemals. Was? Battlefield hat doch nur eine temporäre zerstörbare Umgebung. Also keine wirkliche zerstörbare. Dabei wäre eigentlich ein Battlefield mit komplett zerstörbarer Umgebung als optional zuschaltbar. Super. Danke fürs Folgen, Biber Butzelmann. Zu dieser Position. Ich glaube, da ist die Forschung noch nicht weit genug, um Materialien vernünftig darzustellen. Klar, du kannst Sachen mit dem Panzer kaputt schießen, aber es würde eigentlich nicht so funktionieren.
Wir gehen zum Andromeda-Anzug oder rüber zu den anderen. Das war okay. Beschütze. Macht Platz. Alles klar. Werfe Granate. Ach, verdammt. Der nimmt ihn einfach so auseinander. Ja, zeig ihm, wer hier der Hässliche ist. Übergibt einen Zug an ihn. Dann schießt ihn kaputt mit einem Kettenschuss. Wie auch immer die Maschine bewusstlos werden kann. Achtung! Dicke muss ganz schön kassieren. Werfe Granate! Der Dicke kann das ab, beste Einheit bei mir. Der Dicke kann ja auch theoretisch jede Runde TP generieren. Ich habe mir genau für das andere entschieden. Erwischt! Hallo Zyklon. Das war mal nix. Jetzt können wir aber den Kommando da hinten töten, weil irgendwer den Baum zerstört dabei. Ich meine betäuben. In diesem Spiel wird ja niemand getötet. Granate! Haltet euch von dem Ding fern! Keine Ahnung, was der Boss denn sofort gewirkt hat. Eigentlich hätte das später kommen sollen, wenn die Granate auch explodiert. Bereit für die Action! Jetzt krachen Schädel! Die Party ist vorbei. Übrigens gab es ein Content-Update für Star Wars Jedi-Spiel. Mit New Game Plus Modus und... Obwohl der New Game Plus Modus ist nicht, dass es alles schwieriger wird, sondern ist, dass das Spiel nochmal mit allen kosmetisch freigeschalteten Items und neue kosmetischen Items freischaltet. Und es gibt einen Horde-Modus und all so ein Kram. Aber jetzt nichts Story-Relevantes. Es ist halt einfach nochmal so ein bisschen Gimmick-Kram obendrauf. Bin fast leer geschossen. Sollte mal die Kiste holen.
Sag mal, wirst du Population Zero spielen? Vielleicht. Habe ich den Release-Tag verpasst? War der heute? Kann sein, dass ich meine E-Mails nicht gut gescheckt habe heute. Hallo Nars und danke fürs Folgen. Nars. Nerv. Ich denke mal, wenn ich mich drum gekümmert hätte, hätte ich wahrscheinlich irgendwo einen Pre-Zugang. Oh, ich warte auf Sie. Moment, nach der Folge gucken wir einfach mal kurz. Also ihr nicht, sondern ich könnte auch kurz auf dem Desktop was nachschauen. Gehe dorthin, wo ich gebraucht werde. Auf die Beine und weiterkämpfen. Zweiter Wind. Dann geht das ganze Gift auch mal weg. Bin gleich in Position. Knall ihn weg. Ach, stimmt ja. Die sind ja blitzschnell beim Ausweichen. Ich habe keine Munition mehr. Zurück in Action. Pass bloß auf. Da war ja die Geschichte mit dem düsteren Ereignis, wo ich gesagt habe, ach ja, ist ja eh alles egal. Schussbereich gedeckt. Seine Wachsamkeitsfähigkeit benutze ich auch so gut wie nie. Schießen und bewegen und dann in den Feuerschutz gehen. Ändere Position. Nicht auf mich schießen. Splittergranate. Ich hab die Granate im Blick. Das Ziel liegt in Reichweite. Scheint irgendwie schon richtig zu sein, dass die Granate direkt zerborsten ausspielt. Komisch. Platz da. Achte auf Deckung. Wir sind unterwegs. Du. Ach, geht einfach. Boom. Axiom wird schon die Runde überleben. Und du rennst mal einfach weg. Boah, was bist du denn für ein Idiot? Du sollst zu deinen Verbündeten rennen. Nicht so! Muss nachladen. Der Ausweichprofi. Thank you.
Wie habt ihr euch denn jetzt verletzt? Wenn du mal über irgendetwas reden willst, ich bin für dich da. Willst du mich etwa anbaggern? Nein. Ich habe nur gesehen, wie du im Einsatz drauf losstürmst. Das kenne ich. Ich weiß, was es bedeutet. Du glaubst, ich habe Todessehnsucht? Keine Ahnung. Ist es denn so? Ich stürme drauf los, weil ich das Konzept eines hinnehmbaren Risikos begreife. Ah, okay. Okay. Trotzdem, danke für das Vertrauensvotum. Unglaublich, ey. So, Montage bleibt trotzdem auf eine Runde. Dann ist das ja okay. Kümmern wir uns um das Anarchie, um den Anarchieeinsatz. Was macht die? Verhindert die Bewegung aller Einheiten im Wirkungsbereich. Einige spezielle Bewegungsfähigkeiten können diesen Effekt umgehen. Gewährt die Fähigkeit Verbannen. Gewährt die Fähigkeit Serie. Am besten gefällt mir, wie gut du sehen kannst, was es ist. Ermächtige Kettenschussfähigkeit für jeden mit Sturmgewehr erzielten Kill, während deine Aktion zurückerstattet. Serie kann nur einmal pro Einsatz angewendet werden. Der erste gegen die Einheit gerichtete Reflexschuss, jede Runde verfehlt sein Ziel. Ihr werdet doch eh nicht viel mit der panzerbrechenden Munition um euch schießen. Bestätigt. Hier sind bewaffnete Feinde mit gefährlicher Schmuggelware. So, du gehst hier durch. Sturm und Schuss einsetzen, das macht Claymore, gute Sicht. Verge, und hier geht Terminal noch rein. Brücke vor! Gehen rein! Ach, warum seid ihr nur so viele Gegner, die mich zerschießen werden? Wie soll ich denn... Ich hab doch gesagt, nach der Folge gucken wir gegen Populu... wegen dem Spiel, was du gesagt hast. Und bis jetzt... habe ich nicht gesagt, dass die Folge geendet hat. Phalanx hat jetzt nichts geholfen, weil der hinter dem dämlichen Essensregal da unten steht. Aber wir haben ja Terminal dabei. Splittergranate. Lauf nach links. Oh.
Ja, und den Killer siehst du nicht von da aus. Werfe Granate! Deine Gedanken gehören mir. Das habe ich auch noch nie versucht, mit diesen kontrolliere alle Gedanken der Feinde im Neuralnetzwerk. Lass deinen Frust raus. Zum Glück machst du Weil seitdem der den höchsten Rang hat, haben wir nicht mehr mit dem interagiert. Beziehungsweise waren wir mit dem nicht mehr auf dem Einsatz. Ich hatte mich da immer sofort bemüht, mit dem auf die wichtigen Missionen zu gehen für Bezirk. Wie heißt es? Bezirke, Unruhe senken, Anarchie senken und solche Geschichten. Zielwaffe wird verfolgt. Und das EP-Bonus-Ding. Mach kurz das Geschütz kaputt. Du musst Claymore mal heilen. Das funktioniert. Immer noch doof. Verschanzt. Ich muss nachladen. Brauche ein neues Magazin. Also eigentlich brauchst du kein neues Magazin. Aber deine Waffe wurde deaktiviert. Verdammt. Wie befohlen. Dann betäubt den. Der wäre jetzt gleich dran. Nicht so! Nur 3 TP regeneriert, obwohl der hat auch 4 im Netzwerk. Deaktiviere Zielwaffe. Kannst 3 Claymore wieder heilen.
Oh. Hilfe! Hilfe! Ja, er hatte volle AP nach den drei, deshalb war das wahrscheinlich so. Ist ja alles gut. Schilde hoch. Ja, jetzt aus der Betäubung raus. Und er haut ab. Geht jetzt auch weiterhin in meinem neuralen Netzwerk? Das Feuer erreicht meine Position. Weg da. Ja. Du bist ja auch ein Idiot. Gesichtet. Die Flammen kommen näher. Geil. Sei wieder vergiftet. Zielwaffe im Einsatz. Übers gesamte Feld, ey. Boah, gehen die mir diese Runde auf die Eier hier alle. Brauchst du Hilfe? Das tut gut. Mir geht die Munition aus. Angriffsfläche verkleinert. Und dann treffen die nicht, obwohl die 15% zusätzliche Treffsicherheit haben durch all möglichen Scheiß. Das ist richtig scheiße, ey. Weil ein Android von mir in keinster Weise, ja, weiter ausgebaut wurde. Ich sprenge einen Eingang. Der ist halt jetzt da. Mein Roboter hat nichts vom Budget abbekommen, das ist korrekt. Er ist einfach nur eine Maschine, die rumrennt. Eine Runde betäubt.
Das sind alles Feinde. Geh ihnen auf den Geist. Mal zur Seite. Den Roboter kannst du verprügeln, so viel du willst. Entschuldigung. Aber musste sein. Der Ronin kommt zweimal in einer Runde dran. Zielwaffe wird verfolgt. Gib mal einen Schuss ab. Zeig ihnen deine Wut. Dann können wir die nochmal aufeinander hetzen. Versuch dein Glück. Keine Munition mehr. Lade nach. Weil ihm das Ei kaputt schießen. Gar nicht mitbekommen, dass die irgendeinen Zivilisten infiziert haben. Klebe das Ziel fest. Na los. So, du willst ja eigentlich eh fliehen. Du bist ihnen einfach überlegen. Ich übernehme die Kontrolle. Dein Verstand widersetzt. Okay, einer hat sich widersetzt. Alle anderen stehen unter Gedankenkontrolle. Aber nur für eine Runde. Toll. Deine Waffenstärke ist schlecht. Feuern, wenn bereit. Deaktivierungsschuss. Okay, es hat nicht gereicht.
Ach, die greifen auch die unter Gedankenkontrolle jetzt an. Die Blechdose macht das. Guten schon. Abend, Pegasus. Und schöne Grüße an deine Freundin. Aufmerksam. Hallo, Freundin von Pegasus. Unterwegs zum Ziel. Ja, natürlich ist das in Ordnung. Ach, er ist immun gegen Gift. Hält nur bis zum Ende der Runde an. Dann hole ich euch alle in den Tod. Danke Infiniox für dein Twitch Prime Abo. Twitch Prime, ja. Mein Geist ist zu stark für euch. Mist, keine Munition mehr. Da haben nämlich zwei schon in die Bewusstlosschiene gedrückt. Ich hab das Ziel. Zugeknöpft. Wir sind ja 400 Subs wirklich das realistischere Ziel. Oder wir bleiben bei 300 oder irgendwie sowas. Das wäre auch noch sehr gut für den laufenden Monat. So, du gehst als erstes rein. Dann kommt der Brecher. Dann kommt Terminal. Wobei Terminal jetzt mal erneuer macht. Und dann kommt als letztes Verge. Hinter mir bleiben. Warum glüht ihr eigentlich alle noch, als wenn ihr noch überladen seid? Soldat und ein Wächter. Aber ich werde den Schaden einfach kassieren. Den einen musst du gar nicht mehr besiegen, obwohl er gerade die Gedankenkontrolle verloren hat. Ich habe da gar nicht mehr drauf geachtet. Wahrscheinlich, weil die Runde geendet ist und das war der letzte auf unserer Seite. Habe das Ziel im Visier. Werfe Granate. Aber nicht hinbeladen, die machen normalen Schaden. Die Animation wird nur nicht gelöscht. Mm-hmm.
Den muss ich ärgern. Kein Bock auf Brandschaden wieder. Ach so, für jeden Kill werden die Aktionen zurückerstattet. Können wir sogar wirklich machen. Komm herüber. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Weil hier sind zwei, die auf jeden Fall in einer Runde töten kann. Und dann sollst du versuchen, den noch in Stumpfsinn reinzuziehen. Bitte zwei Runden betäuben. Na toll. Betäubt eins ist bei dem nichts. Deine Waffe ist defekt. Sind in Bewegung. Trägheitsgranate. Obwohl ich fast tippen würde, dass das bei dem Ronin nicht funktioniert. Okay, festgesetzt geht schon. Da sind noch andere dran. Der darf ja auch nicht zu nah an mich rankommen, der explodiert ja. Vielleicht haben wir ja auch Glück und töten den jetzt schon. Ich muss die Granate vorher einsetzen. Granate fliegt! Ziel angegriffen. Ich hasse euch auch, ihr Scheißpenner. Aber es sind einfach auch überall Gegner. Hier kommt nichts durch. Zieh dich einfach. Immer hat das Schild Schaden aufgehalten. Schild geladen. Oh, Entschuldigung.
Ha, kann sich aber nicht bewegen. Töte ihn bitte. Danke. Ach ja, die Folge wird ein bisschen länger. Rundum geschützt. Los geht's. Ich bin gleich da. Voll gepanzert. Soll den Schläger weghauen, ja. Angriffsfläche verkleinert. Wenig Munition. Nachladen und dem Boomer ins Gesicht schießen. Jetzt weggehen lohnt sich eh nicht mehr. Hey, du hast mehr Schaden gemacht, als du solltest. Beziehungsweise als angezeigt wurde. Das Ding ist fast leer. Schönheit, gesund bist du ja schon. So ein Unsinn. Ich bin mindestens eine 7. Dann flicken wir dich mal wieder zusammen. Das nenne ich Schutz. Ja, da guckst du jetzt doof. Wenn ich mich wasche und schrubbe, bin ich eine 7. Und wenn ich dann auch noch meine Haare mache und vorher beim Friseur, bin ich eine fette 8. Eine fette 8, sag ich dir. Und eine fette 10, wenn ich sag, was ich beruflich mache. Nee, dann laufen eigentlich die meisten weg. Na klasse, keine Munition mehr. Hab meine Waffe gefüttert. Und wo habe ich mir heute eigentlich die Zunge verbrannt? Ich spüre es ganz genau. So eine Kacke, ey. Warum verletzen sich jetzt alle noch? Weil ich das einfach zu leicht nehme. Scheinfirma dicht machen. Anarchie runter auf 0. Am heißen Kaffee heute früh. So heiß war der Kaffee nicht. Ach ja, Folgenpause. Fällt mir so nach 56 Minuten ein. Und ich muss eh auf Toilette. Auf YouTube sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ansonsten im Stream machen wir eh weiter.